Ein herzliches Willkommen zur Liebeslegung für den Monat Juli. Ich stelle euch wie immer die Karten vor, die ich dafür verwende. Und wir wollen schauen, was wir im Monat Juli in Sachen Liebe für die einzelnen Sternzeichen haben. Und zu Beginn gleich auch die Astrologie insgesamt für alle. Ja, das Erste, was wir haben, sind hier erstmal das Botticelli-Tarot, das Golden Botticelli von Athanas Alexandronov. Athanasov, das verwende ich immer für die Liebe. Die Karten werden nur für die Liebeslegung verwendet. Das Tarot of Sexual Magic, das ist von Laura Tuan und gezeichnet von Mauro De Luca. Die verwende ich eigentlich immer und immer ausschließlich für Paarbeziehungen oder auch für Singles. Es geht da um Liebe. Wir haben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen als Orakelkarte. Das ist auch im Beziehungsbereich, da die sind von Colette Bern-Reed. Und dann habe ich zwei Kartendecks, das Selema und das Arcanum Tarot. Das sind jeweils Karten von Renata Leckner. Die sollen halt dich bzw. dein Gegenüber darstellen in der Legung. Und dann habe ich noch selbst kreierte Karten, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Worum geht es? Was ist wichtig im Monat Juli? Wir wollen gleich erstmal die Astrologie anschauen, insgesamt, was ist möglich. Wir haben ja bis Anfang Juni, Juli noch diese Saturn-Uranus-Geschichte bzw. Saturn-Mars-Konjunktion, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber wir haben im Juli, Gott sei Dank, Merkur wieder vorläufig. Wenn du eine persönliche Legung brauchst, dann schau bitte unten in den Infokorb da unten. Da stehen halt alle Daten drin, E-Mail, Webseite. Du kannst über die Webseite bestellen, du kannst mir auch eine E-Mail schicken, gar kein Problem. Und dann können wir die detaillierten persönlichen Legungen machen. Das hier ist natürlich nur allgemein für das jeweilige Sternzeichen. Und ja, schauen wir uns an. Monat Juli, was da in Sachen Partnerschaft, Liebe und so weiter drin ist. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind bei der allgemeinen Astrologie. Das bedeutet, das ist jetzt nicht spezifisch auf ein Sternzeichen, sondern was der Monat so insgesamt zu bieten hat, wie die Sterne stehen. Ja, wir haben Mars und Saturn zu Beginn, das sagte ich bereits, die bis zum 2. Juli wirken. Und da kann man sehr starr reagieren, sehr eigensinnig, sehr stur. Versuche, wenn es dich persönlich betrifft, vielleicht ein Stück weit tolerant zu sein oder dir überlegen zu wollen, was du sagst, ja. 2. bis 5., das ist eben die Phase, wo es mit Mars und Uranus noch ein bisschen, naja, sagen wir mal, schwierig sein kann. Es gilt immer, Lösungen zu finden, auch im Beziehungsbereich, da kann die Sonne helfen. Uranus ist natürlich der, der expandieren möchte und die Sonne ist eben Vitalkraft. Und da muss man eben die Energien auch vernünftig einsetzen. Es ist wichtig, miteinander zu kommunizieren auf eine versöhnliche und adäquate Art im Juli auch. Wir haben das Sonnenzeichen Krebs, bedeutet eigentlich auch sehr liebevoll, sehr familiär, sehr sensitiv. Allerdings kann es eben auch bedeuten, dass dadurch der ein oder andere hyperempfindlich sein kann. Und dann haben wir am 6. Merkur Neptun. Da kann es dazu kommen, dass man entweder sich selbst oder anderen was vormacht. Ja, das gilt natürlich für dich genauso wie für dein Gegenüber. Und das kann dazu führen, dass man da auch nochmal sehr kritisch reagiert. Venus und Uranus, da ist eben auch, man möchte was Neues, man möchte vielleicht eine neue Beziehung, man möchte sie anders haben. Aber ein Neubeginn mit Neumond im Krebs am 10. ist durchaus möglich, wenn man diese etwas kritischen oder schwierigen Tage bis dahin überwindet und da eben tolerant und entgegenkommt, ja, ist oder sich vielleicht die ein oder andere böse Bemerkung verkneift. Sonne im Krebs bedeutet eben auch sich nah sein und die Familie. Auch Venus und Mars helfen bis Mitte des Monats,
dafür, dass man einander wieder näher kommt und eben auch sich versucht, in den anderen hinein zu versetzen. Dann haben wir auch ab 11. den Merkur im Krebs und da ist eben auch die Art und Weise, wie man kommuniziert, etwas sensitiver. Man kann vielleicht auch gemeinsame Erinnerungen teilen und sich vielleicht auch Dinge erzählen, die man so erlebt hat. Mitte des Monats. Wir haben Sonne und Neptun, Sensitivität, diese Empathie, sich in den anderen hinein zu versetzen. Am 17. haben wir allerdings Sonne Pluto und da ist wieder diese Energie, dass man sich wirklich auf Biegen und Brechen auch in der Partnerschaft durchsetzen möchte. Vorsichtig mit diesem Datum. Und man findet Lösungen, ja, so um den 20. rum, auch in dieser Phase, aber man darf halt nicht zu stur sein, zu eigensinnig. Es ist ganz wichtig, dass man auch versucht, sich in den anderen oder die anderen in dem Fall hineinzuversetzen. Wenn die Venus in die Jungfrau geht, bedeutet das, dass man da auch vielleicht ja so ein bisschen den Alltag mehr nach vorne bringt und nicht so sich so um die Beziehung kümmert. Das ist auch noch so, dass die Jungfrau der Jupiter gegenübersteht. Man sollte das Geld nicht zu locker sitzen haben, ganz klar. Und sich auch nicht zu viel vorstellen. Also ich sage jetzt mal, wenn man in eine neue Beziehung eingeht und so weiter, projiziert man ja häufig auch das Ideal auf diese neue Person. Man sollte realistisch bleiben. Das ist natürlich mit der Jungfrau, also Venus in der Jungfrau, sehr befürwortet. Dann haben wir am 24. Vollmond im Wassermann. Das ist sehr locker, flockig, freundschaftlich und für die Party-People gut geeignet. Man kann sich gut unterhalten, man ist für alles offen, man ist nicht vielleicht so festgefahren, das ist gut. Man sollte nicht, wie gesagt, zu stur sein, zu eigensinnig. Das vor allen Dingen auch am 25. Dann haben wir am 28. Merkur im Löwen. Der Jupiter geht am 28. in den Wassermann. Ab diesem Zeitpunkt bis Jahresende den Jupiter weiterhin im Wassermann. Das wechselt Ende des Jahres wieder in die Fische für das nächste Jahr. Aber da sind wir noch nicht. Ende des Monats haben wir Mars, der Jupiter gegenübersteht. Dann haben wir Mars in der Jungfrau. Damit wird man auch realistischer, was die Forderungen oder Vorstellungen betrifft. Es geht auch darum, sich um die Dinge zu kümmern, die gerade anliegen. Am 31. Sonne Merkur. Jupiter ist wieder im Wassermann. Die Jungfrau ist dann im Mars oder Mars ist in der Jungfrau. Und das kann dann am 31. dazu führen, dass man überkritisch ist, übergenau, pedantisch ist, vorsichtig vor diesen Energien. Das kann nämlich ganz schön nerven, einen selbst oder eben das Gegenüber. Das ist so mal der Rundumblick über den Monat Juli für alle. Schauen wir uns das jetzt in den einzelnen Sternzeichen an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau, zur Liebeslegung für den Juli. Und hier ist Ella und ich hoffe, dass ich dir ein paar gute Tipps für diesen Monat so mit auf den Weg geben kann. Wir haben natürlich ein paar Planeten rückläufig, das kennst du, bedeutet, dass man eben da in sich gehen sollte, die Dinge mal betrachten sollte. Okay, wir haben am 1. Juli natürlich schon Dinge, die man beachten sollte, nämlich Mars-Saturn-Spannung. Und da gibt es bis zum 11. für dich als Jungfrau noch ein paar Dinge, die du beachten solltest. Wir haben auf der einen Seite Löwe Mars, der ist okay. Das unterstützt dich zwar nicht großartig, aber es hindert auch nicht so stark. Am 4. haben wir Krebs Sonne, die eine gute Verbindung mit Saturn eingeht, der zwar rückläufig ist, aber du brauchst Saturn ja sowieso nicht, um deine Dinge zu organisieren und auch in der Beziehung. Es ist nur so, Krebs macht halt auch ein bisschen gefühlvoll, ein bisschen sensitiv und das kann innerhalb der Beziehung überhaupt nicht schaden. Am 4. haben wir aber Löwe Mars im Quadrat zu Uranus und das kann zu Machtkämpfen führen. Ich hoffe, dass du dich daran nicht beteiligst und auch nicht versuchst, da irgendwelche Dinge zu tun im Beruflichen, die dich davon abhalten könnten, deine Beziehung zu hegen und zu pflegen.
Löwe Merkur im Quadrat zu Neptun am 6. Juli. Das bedeutet, nicht alles, was du hörst und nicht alles, was dir so mitgeteilt wird, entspricht der Wahrheit. Man kann natürlich schauen, ich höre mir das an, aber man sollte es nicht alles für bare Münze nehmen bzw. es hinterfragen. Dann haben wir am 7. Juli Löwe Venus in Opposition zu Saturn. Das ist auch kein toller Tag für Beziehungen. Es ist einfach so, dass man sich schnell in die Haare kriegen kann. Und da solltest du nach Möglichkeit die Ohren auf Durchzug stellen und selbst auch nicht zu überkritisch sein, wenn es irgendwie geht. 8. Juli haben wir Löwe Venus im Quadrat zu Uranus. Auch das hilft nicht, sich durchsetzen zu wollen oder auf Dinge bestehen. Wenn das dein Gegenüber tut, dann lass diese Person am besten in Ruhe. Kümmere dich nicht darum, lass dich davon nicht irritieren, wenn man das eben tun kann. Es ist wichtig, dass man da keine größeren Dinge draus macht. Am 10. Juli haben wir Neumond im Krebs. Das ist ein Lichtblick, das bedeutet, man wird familiärer, man wird vielleicht auch kuscheliger, sensitiver. Das ist schön, das solltest du auch nicht einfach so verstreichen lassen, sondern eben auch für familiäres oder für das Liebevolle nutzen. Es können bis dahin ein paar Unklarheiten, ein paar Ungereimtheiten sein, auch innerhalb der Beziehung, aber es wäre am besten, wenn du das entspannt angehst, also keine große Sache daraus machst. Und es bietet sich an, in dieser Zeit auch mal was zu unternehmen, auch innerhalb der Beziehung, um dann eben nicht so schnell irgendwie sauer zu werden, wenn irgendwas Alltägliches nicht so gut klappt. Krebs Merkur im Trigon zu Jupiter am 12. lässt natürlich auch der Seele freien Raum. Ein schöner Tag, um diesen zu zweit zu genießen. Wir haben auch Löwe-Venus-Konjunktion Mars am 13. Okay, da passiert nicht so viel. Man sollte halt darauf achten, dass man da eben nicht so in dieses Machtgehabe kommt. Und dann haben wir am 15. auch einen schönen Tag zum Relaxen, zum Entspannen. Und auch 17. bis 20. sieht gut aus für die Liebe, für Glück mit dem Partner, der Partnerin. Und wir haben eben auch schöne Energien, die dich weiterbringen, voranbringen. Und wir haben am 22. einen Tag, an dem du jemandem dein Ohr schenken solltest, dem Privaten. Es ist wichtig. Wir haben heute, also an diesem 22. auch die Venus, die vom Löwen in die Jungfrau wechselt. Das sollte dir zu denken geben in Form von, ja, jetzt wird's richtig schön. Dabei wechselt die Sonne in den Löwen, was eigentlich auch Vitalität und gute Laune fördern. Das kannst du für dich nutzen. Und wir haben auch Mars, Löwe Mars in Verbindung zu Pluto sehr gut. Das heißt, du kannst dich durchsetzen, solltest das allerdings möglichst nicht in der Beziehung unbedingt tun. Ja, gut zuhören ist wichtig, auch am 24. Da haben wir auch eine Menge Dinge, die da passieren. Vollmond im Wassermann. Da ist Geselligkeit angesagt, gute Kommunikation miteinander, auch mit mehreren Menschen, also nicht nur Zweisamkeit, auch in der Gruppe oder in der Familie. Wir haben Venus Jungfrau in Opposition zu Jupiter am 25. Da klappt das nämlich nicht so gut. Da sollte man sein Glück in der Liebe nicht auf die Probe stellen. Merkur, es steht auch in Opposition zu Pluto, auch die Kommunikation, also den 25. für intime Gespräche oder sich näher kommen oder Dinge klären, bitte streichen. Zumindest was das Private betrifft, das ist ein No-Go. Ja? Dann haben wir Krebs Merkur, der in den Löwen wechselt am 28. Juli. Das ist auch okay. Jupiter wechselt an dem Tag auch in den Wassermann zurück und wird vorläufig, unterstützt dich natürlich als Jungfrau wie alle anderen Sternzeichen auch. Dann haben wir Löwe Mars am 29., der in die Jungfrau wechselt. Also haben wir Mars ab 29. in der Jungfrau. Auch das gibt dir die Stärke, die Power, aber eben nicht übertreiben. Und dann haben wir noch Mars-Opposition Jupiter am 29. Da könnte da auch was in die Hose gehen, wenn du zu viel riskierst, auch gerade in Beziehungen. So, der Verlauf des Monats ist eigentlich sehr harmonisch, sehr schön. Es gilt immer mal wieder, die Energien zu nutzen und auch die Beziehung zu hegen und zu pflegen, auch mal eine ruhige Kugel zu schieben innerhalb der Beziehung und dich selbst auch immer zu hinterfragen, was macht mich glücklich. Und wie kann ich das innerhalb der Beziehung realisieren?
Ich wünsche dir viel Spaß und wir schauen jetzt in die Karten. So, liebe Jungfrau, dann wollen wir uns anschauen, was in den Karten steht für die Liebeslegung Monat Juli 2021. Wir beginnen natürlich wie immer damit, wie sieht die Energie für eine Partnerbeziehung im Monat Juli aus? Zwischen dir und einem möglichen anderen oder einer anderen. Was haben wir da? Was für eine Energie? Die 8 der Münzen. An der Beziehung, an Partnerschaft arbeiten, sich reinhängen. Gut, das kommt dir sehr entgegen. Du bist sehr arbeitsam, du hast es gerne durchstrukturiert. Du weißt gerne, was zu tun ist. Thema 9 der Münzen. Jeder ist ein eigenständiges Individuum. Das bedeutet, man kümmert sich zuerst um sich selbst, klärt das für sich und dann mit dem oder der anderen. Deine Energie ist die Stärke. Pardon. Bedeutet, dass man Disziplin an den Tag legt. Das ist aber jetzt nicht mit Arbeiten gemeint, sondern dass man so, ich sag mal so, die Dinge, die einem selbst so als unangenehm an sich selbst auffallen oder die jemand anderer schon mal benannt hat, dass man da so ein bisschen diszipliniert rangeht. Vielleicht auch die Energie im Monat Juli, dass der andere oder die andere vielleicht ein bisschen empfindsamer sein könnte. Also damit umzugehen. Auf der anderen Seite haben wir das Ass der Stäbe. Leidenschaft, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Feuerenergie. Okay, körperliche Liebe, kann auch eine Feuerenergie sein, die dein Interesse weckt oder mit der du zusammen bist. Wie funktioniert ihr in der Sympathie zueinander, Harmonie, Ass der Münzen und unbewusst 5 der Kelche. Ass der Münzen ist Sicherheit, Stabilität, ein Neuanfang, kleine Schritte in diese Richtung, vielleicht auch eine Beziehung neu beginnen oder eine Beziehung auf eine neue Ebene bringen. Unbewusst haben wir da Bedauern drin. 5 der Kelche ist ja immer diese Energie des Haderns, des vielleicht Ungewollten oder vielleicht auch eben das, was wir in der allgemeinen Legung so haben, dass man sich um die Dinge kümmern soll, die einen aus der Vergangenheit schon belasten. Dinge, die sich wiederholen, die man immer wieder in die Schublade steckt und die immer wieder hervorkommen. Es ist Zeit, diese Dinge hinter sich zu lassen, endgültig. Ratschlag 7 der Kelche. 7 der Kelche kann Illusion sein. Es kann sein, dass man zu hohe Erwartungen hat, dass man sich dessen bewusst wird. 7 der Kelche ist auch seine Möglichkeiten im Gefühlsbereich auszuloten. Wäre möglich. Ausgang ist die Sonne. Das ist sehr, sehr positiv. Beste Karte im Kartendeck. Optimismus, Freude, Vitalkraft, Energie. Ja, miteinander schöne Dinge teilen, Harmonie herbeiführen, sich einfach gut verstehen. Okay, schauen wir uns die 9 der Münzen nochmal an. Knabe der Münzen. Langsam machen. Nicht hetzen, auch was die persönlichen Dinge betreffen, mit denen man vielleicht zu tun hat oder die man loswerden will. Lass dir Zeit, nimm sie in Liebe an, kläre sie für dich und dann ist das auch vorbei. 7 der Schwerter, etwas verbergen oder über etwas nicht reden. 7 der Schwerter ist die Diebstahlkarte, es können Geheimnisse sein, es können verborgene Dinge sein, eben auch Trauer oder Erlebnisse aus der Vergangenheit. Auf der anderen Seite haben wir den Gehängten. Beobachten. Die Dinge anschauen, sich einen Überblick verschaffen über den Gesamtzusammenhang in der Beziehung oder der möglichen Beziehung. Ass der Münzen, Transformation, Veränderung. Das ist nicht etwas, was du unbedingt magst, Veränderungen. Dir ist es lieber, es hat alles einen geregelten Ablauf. Aber wir haben ja auch im Vormonat hatten wir auch diese Energie zwischen Saturn und Uranus, sowas in der Art. Man hat Althergebrachtes, was sich bewährt hat, aber die Dinge verändern sich nun mal. So, was ist jetzt die 5 der Kelche? Da haben wir den König der Münzen.
Stabilität und Sicherheit. Du hast Angst oder beide haben vielleicht Angst, dass durch die Veränderung gewisse Stabilität und Sicherheit flöten gehen könnte. So, was ist jetzt die 7 der Kelche? 3 der Stäbe. Vorausschauend denken, sich auf die Veränderungen einstellen und auch vielleicht Sicherheit und Stabilität vielleicht aus anderen Dingen ziehen, innerhalb der Beziehung oder in einer neuen Beziehung. 3 der Stäbe ist die Lernkarte. Gefühlsmäßig lernen, vorausschauend denken. Wenn ich das tue, passiert das. Das gilt für beide, ne? Und die Sonne, da ist die Stärke wieder. Das innere Biest zähmen, nämlich vielleicht den Haken daran suchen. Es ist gerade schön, also genieße ich es. Aber wo ist der Haken? Das wäre nicht so gut. Es ist besser, wenn du einfach siehst, es ist einfach schön. Und das darf ich auch genießen. Ich muss mich davon abhalten, zu kritisch zu sein. Vielleicht auch dein Gegenüber. Ja? Wir haben hier Stagnation, wir haben hier was Verborgenes, was nicht so offen besprochen wird oder so. Vielleicht ist es das, was du mit dir selbst auch ein bisschen klären musst. Und dein Gegenüber weiß nicht so recht, was er oder sie damit anfangen soll. Auch, wie gesagt, in einer neuen Beziehung. Wir schauen uns an, wie du als eigenständiges Individuum in dieser Beziehung unterwegs bist im Juli. Also, welche Energie hat die Jungfrau als Teil einer Beziehung oder einer möglichen Beziehung? Wie bist du in dieser Sache unterwegs im Monat Juli? Page der Kelche, Sympathie, Freundlichkeit, Entgegenkommen. Das ist jetzt noch nicht überschwänglich, aber es ist liebevoll, es ist nett. Okay. Es ist vielleicht auch der Moment, in dem du dir deiner Wünsche, Bedürfnisse erstmalig bewusst wirst und diese auch versuchst, an die Oberfläche zu bringen. Das nächste, was sind deine Gedanken? Natürlich, die Vergangenheit, Nostalgie. Wie war es früher? Was war gut? Was war nicht so gut? Das ist ja diese Arbeit, die man während der Rückläufigkeit der Planeten auf sich nimmt. Dass man nochmal eruiert, wie war das letzte halbe Jahr? Was habe ich gelernt? Kann ich das verwenden? Ist das gut oder nicht? Auch innerhalb natürlich von Beziehungen. Dann haben wir die Umstände. Wir haben die 4 der Münzen. An etwas oder jemanden festhalten. Kann natürlich sein, dass es an die Traditionen ist. Das, was schon immer so war, soll sich nach Möglichkeit nicht ändern. Es kann auch bedeuten, ein bisschen sparsam zu sein mit Gefühlsäußerungen, mit Avancen, sag ich jetzt mal. Ne? Kann natürlich sein. Vielleicht aufgrund deiner Vergangenheit, der Dinge, die du erlebt hast. Das kann deinem Gegenüber natürlich ähnlich gehen. Die Hoffnung, die du in eine Partnerschaft steckst, da ist der Eremit, die Jungfrau-Karte, das Licht aus deinem Innern leuchten lassen. Dazu brauchst du das Vertrauen, dazu brauchst du die Anerkennung deines Gegenübers, dass du so sein darfst, wie du bist. Dass du vielleicht manchmal überkritisch bist, dass du vielleicht nicht immer so gefühlvoll rüberkommst. Das heißt nicht, dass du keine Gefühle hast. Nur es kommt halt vielleicht nicht so gut rüber. Du kannst damit vielleicht nicht so gut haushalten oder es demonstrieren. Ja. Was ist der Versuch oder das Hindernis im Juli? Königin der Münzen. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Da haben wir wieder die 8 der Münzen. Du möchtest, dass diese Beziehung stabil und sicher ist oder bleibt oder wird, je nachdem. Und wie geht das aus? Ass der Stäbe. Das ist doch schön, dass du auch leidenschaftlich unterwegs bist. Also lass deinen Leidenschaften, wenn du das möchtest, auf jeden Fall freien Lauf. Schauen wir uns das jetzt bei deinem Gegenüber oder deinem potenziellen Gegenüber an. Also wenn du in einer Beziehung bist, dann ist das dein Partner oder deine Partnerin. Und wenn du Single bist, die mögliche Person, die du kennenlernen kannst im Monat Juli. Wie ist diese Person unterwegs im Juli? Schauen wir uns das mal an. Die Energie dieser Person. Der Hierophant. Es ist eine enge Verbindung. Der Hierophant ist immer Institution, es ist eine enge Verbindung, jemand, der dir am Herzen liegt. Das ist die Energie dieser Person. Da besteht wahrscheinlich schon eine Bindung, zumindest ein sich kennen. Meinetwegen vom Sehen oder eben halt tatsächlich eine feste Partnerschaft.
Was sind die Gedanken der Person? Drei der Stäbe. Drei der Stäbe ist auch über den Tellerrand gucken, deshalb der Gehängte. Wie hängt das alles zusammen? Was kann ich tun, um die Dinge zu verbessern? Es ist so ein bisschen, ja, ich möchte was lernen von dir. Ich möchte mit dir wachsen. Ich möchte mit den Veränderungen eine stabile und sichere Beziehung haben. Und ich möchte gerne Sicherheit und Stabilität herstellen. Ich bin mir aber unsicher. Fünf der Kelche ist, irgendwas fehlt oder irgendwas ist noch unausgesprochen. Da kommen wir wieder auf die sieben der Schwerter. Gedanken haben wir jetzt, die Umstände. Da haben wir die Heilung. Dein Gegenüber hat auch etwas, was heilen muss. Wassermann-Energie bedeutet eben, dass da auch Dinge vielleicht im Argen liegen, auch aus der Vergangenheit oder im Job. Es kann ja auch was anderes betreffen. Es muss ja nicht die Beziehung betreffen, aber es hat Einfluss auf die Beziehung. Und da versucht jemand, vorausschauend zu denken, die Dinge heilen zu lassen. Die Hoffnung, zwei der Stäbe, dass man vielleicht gemeinsam eine Entscheidung trifft, wie es weitergehen soll. Da ist eine Tendenz vorhanden. Man kann mit Leidenschaft vorangehen. Du hast dich ja schon für Leidenschaft entschieden. Vielleicht ist es noch notwendig, dass du das deinem Gegenüber mitteilst. Was ist der Versuch oder das Hindernis? Da ist die Zurückhaltung. So. Ja, wir haben auch da Zurückhaltung, jemand spricht nicht darüber, jemand sagt vielleicht nichts, es ist das Beobachten. Und um die Sonne hervorzuholen, muss man sein inneres Biest bekämpfen. Vielleicht die Zurückhaltung, vielleicht dieses, ich habe Angst, wenn ich Gefühle zeige, werde ich nicht für voll genommen oder jemand spielt mit mir und so weiter. Das Wichtigste ist das Vertrauen, das man aufbaut, dass man zueinander hat. Und wenn das Vertrauen noch nicht da ist, dann lässt man sich eben Zeit damit. Das ist Aufbauarbeit. Wie geht das hier aus? Das Gericht. Die Person versucht, die Situation zu beurteilen. Fair, objektiv. Okay, das ist eine sehr sachliche Energie. Vielleicht ist es auch eine Erdenergie, mit der du es zu tun hast. Wir schauen mal. Wir haben eigenständiges Individuum. Das ist ja auch die Single-Karte möglicherweise. Oder es ist eben, dass jeder so seiner Wege geht, seinen Dingen nachkommt, aber da fehlt vielleicht irgendwas. Wir schauen mal, was haben wir da noch als Hinweis? Durchsetzen. Möchte sich da jemand durchsetzen mit seinem Willen, seinen Wünschen oder ihren Wünschen? Das ist nicht das, was man in einer Partnerschaft sich wünscht. Man möchte ja miteinander, nicht gegeneinander. Wir haben die sieben der Schwerter und wir haben auch die Stärke. So, was bedeutet das jetzt mit der sieben der Schwerter? Jetzt. Okay, es muss sich jetzt etwas ändern. Ich glaube, du hast das Bedürfnis, dass sich da etwas verändert. Hier haben wir den Gehängten und darunter das Ass der Stäbe. Die Person wartet ab. Vielleicht ist das tatsächlich jemand, den du noch nicht kennst. Jemand, der beobachtet, ob da Zeichen kommen, auch vielleicht von dir. Ja, jemand möchte auf seine oder ihre Chance warten. Okay, wir haben die Nostalgie, die Vergangenheit. Wir haben aber auch die sieben der Kelche und die drei der Stäbe. Schauen wir uns das mal an. Zu schnell. Man sollte nicht zu schnell zu nah aneinander geraten. Man sollte es langsam angehen. Erdenergie. Und hier haben wir die Sonne und die Stärke. Es ist möglich. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend, dass man sich annähert und dass man einander auch näher kommt, aber sehr langsam. So, jetzt kommen wir auf deine Gedanken, die Vergangenheit. Du hast in der Vergangenheit vielleicht Niederlagen erlebt und denkst, du kriegst eine Absage von der Person. Diese Person mit den drei der Stäbe möchte auch nicht unbedingt eine Absage kassieren und versucht, vielleicht was abzulesen. Hat auch das Gefühl, da kommt eine Ablehnung. Das ist, weil beide vielleicht zurückhaltend, schüchtern sind, vielleicht auch das Bedürfnis haben, sich jetzt nicht irgendwie zu demaskieren oder lächerlich zu machen.
schauen wir uns das mal an. Wir haben die 4 der Münzen bei dir. Was ist das? Später. Okay, du verschiebst es auf später. So, hier haben wir, machen wir die 2 der Schwerter. Warum? Versuchen. Die Person möchte es gerne versuchen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Okay. Schauen wir uns die Veränderung an. Was ist da? Vorsicht. Ah ja, man traut den Sachen, den Dingen nicht so wirklich zu. Und die Hoffnung ist ja, dass du in dich gehst und dich selbst wiederfindest dabei. Jetzt haben wir das Ass. Wir haben die Angst. Die Angst vor der Leidenschaft, die Angst, vielleicht auch die Kontrolle zu verlieren, muss man ja wirklich sagen. Wie beurteilt das jetzt diese Person? Wunsch. Sie hat den Wunsch, äußert sich aber nicht. Das ist ja echt traurig. Das muss man ja wirklich so sagen. Schauen wir mal, was können wir denn da machen? Oder was sollen wir da machen? Was soll die Jungfrau hier machen im Monat Juli? Es geht ja nicht um die Durchsetzungskraft oder wer hat hier das Sagen, sondern darum, etwas zu realisieren in der Beziehung oder eine neue Beziehung. Vorausschauend denken, die Wahrheit sagen und das, was nicht gut war in der Vergangenheit, hinter sich lassen. Es nicht verallgemeinern. Ja? Also bitte versuche, der Person ein Stück entgegenzukommen, ob in der Beziehung selbst oder eben nicht. Und hier? Da ist auch etwas verschwiegen. Darüber ärgert sich die Person am allermeisten selbst. Und die hohe Priesterin ist da. Da ist was. Ne? Feingefühl, man merkt, da ist irgendwas. Und man möchte es doch gerne. Einer muss den Mut haben, die Dinge in die Hand zu nehmen. Nachdenken. Okay. Schauen wir mal. 44. Ich lese mal vor, was die Karte bedeutet. Strategisches Vorgehen, der Einsatz von Analyse und Logik. In der Liebe geht es nicht logisch zu, aber wenn du dich dazu entschließt, eine Partnerschaft einzugehen, ist es ratsam, außer dem gegenseitigen Verlangen noch ein paar andere Gemeinsamkeiten zu haben. Es gilt jetzt, das für und wider sachlich und nüchtern abzuwägen. Wenn es genug Verbindendes gibt, dann lass dich auf eine Beziehung ein. Wenn nicht, dann werden sich noch andere Gelegenheiten bieten. Versuche nicht, etwas zu erzwingen. Und nimm dein Gegenüber beim Wort, wenn es sich dir in seinem Wesen zu erkennen gibt. Es geht jetzt nicht darum, in Fantasiegebilden zu schwelgen, sondern sich in jeder Hinsicht an die Fakten zu halten. Also es geht tatsächlich darum, zu wissen, was haben wir außer der körperlichen Liebe noch an Verbindendem. Daran müssen wir arbeiten, sollten wir arbeiten, um eine schöne Beziehung zu führen. Du bist dir vielleicht nicht ganz sicher, auch die Person ist sich nicht ganz sicher. Und wenn diese Person sich äußert, sie wird versuchen, mit dir zu sprechen, dann solltest du auf jeden Fall zuhören. Da ist eine enge Verbindung, da ist Sympathie, das ist nicht unbedingt Liebe, aber es ist vielleicht ein Zusammenhalt und es kann ja vielleicht Liebe, die schon ein bisschen, sagen wir mal, Gewöhnung gewichen ist, kann sich ja wieder erneuern. Und ich denke, dass man da auch eine neue Zielsetzung finden kann. Also ich finde, du solltest wirklich mit dir persönlich im Reinen sein, damit du da auch irgendwo sagen kannst, das bin ich, das stelle ich mir vor, das wünsche ich mir, was möchtest du innerhalb einer Beziehung? Wenn es eine neue Person ist, die du kennengelernt hast, wenn du Interesse hast, mache Mut, lächle die Person an, sei freundlich, verberge nicht, hab keine Angst, ja? Der Wunsch nach Kontakt ist da und man kann ja eigentlich einfach den Kontakt dann herstellen und schauen, was daraus wird. Man muss ja nicht, was weiß ich, für Vorstellungen haben. Aber zu kritisch sollte man auch nicht sein. Jeder Mensch hat Fehler, keiner ist perfekt, du nicht, ich nicht, niemand. Und man sollte auch nicht in eine Beziehung gehen unter der Prämisse, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte hier das Sagen haben. Das ist nämlich keine Partnerschaft, das ist Egoismus. Ja, egal von welcher Seite das jetzt ausgehen mag. Ja, also ich denke mal, dass da zwei etwas scheue Rehe zusammentreffen oder zusammen sind und gar nicht auf den Punkt kommen. Es wäre jetzt angebracht, darüber nachzudenken, was willst du und das deinem Gegenüber irgendwo zu vermitteln und zu hören natürlich, was die andere Person
selbst möchte, sie dazu ermutigen. Und bei der neuen Beziehung einfach mal den Kontakt möglich machen. Eine kleine Geste reicht da schon so aus und dann siehst du ja, ob es für dich in Frage kommt oder nicht. Also es ist eine sehr, wie soll ich sagen, sich annähernde Energie. Aber solche Dinge sind auch nötig. Sie sind dazu da, die Chancen zu nutzen, jetzt sich einander zu nähern. Gesprächsbereit, freundschaftlich, vielleicht auch in Liebe oder wenigstens in Sympathie. Und das solltest du auf jeden Fall versuchen, liebe Jungfrau, im Juli. Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wie sich der Monat für dich entwickelt, was du daraus nutzen kannst, was für dich relevant ist. Vielleicht magst du es ja beschreiben in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich lese alle Kommentare. Und wenn es dir ein Stück weit geholfen hat und dich so ein bisschen angeregt hat, ja, ein bisschen offener zu sein und sich auch um deine Belange zu kümmern, um zu wissen, was du möchtest, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir einen schönen, harmonievollen und ja, familiären Monat Juli und sag bis bald. Tschüss!